Die Geissens, eine schrecklich glamouröse Familie. Seit 2011 strahlt RTL 2 das Leben von Deutschlands bekanntestem Fernsehehepaar und deren Töchter für ein Millionenpublikum aus. Dadurch haben Robert und Carmen Geiss einiges an Asche gemacht, sollte man meinen. Doch immer wieder gibt es Gerüchte, dass die Geissens pleite sind. Und nicht nur das, auch ihre Töchter sorgen regelmäßig für Schlagzeilen, und zwar nicht nur positive. Fake-Luxus, Gerichtsstreits und ein gefälschter Chatverlauf. Heute für euch die Wahrheit über die Geissens. Teure Uhren, schnelle Autos, Privatjacht und ganz viel Bling-Bling. Die Geissens zeigen gerne, was sie haben. Dabei wurde Robert Friedrich Geiss, der Patriarch der Familie, keinesfalls reich geboren. Er ist der Sohn eines Kirmesausstatters und sollte ursprünglich sogar das Geschäft seines Vaters übernehmen. Das war in den 80er Jahren, als Robert gerade einmal seinen Hauptschulabschluss gemacht hatte. Doch das Leben als Kleinunternehmer war für Robert Geiss schon bald nicht mehr genug. Mit gerade einmal 22 Jahren gründete er und sein Bruder Michael das heute weithin bekannte Label Uncle Sam. Die Textil GmbH bot zunächst Mode für Fitnesssportler und Bodybuilder an. Heute ist das Angebot weit gefächert. Es umfasst alle möglichen Formen von Kleidung, Schuhe und sogar Fitnessgeräte. Die Brüder Geiss setzten für den Start der GmbH all ihre Ersparnisse aus der Tätigkeit für den Kirmesausstatter ein. Und das zahlte sich aus. Die ersten Jahre lief das Geschäft so erfolgreich, dass sowohl Robert als auch Michael ihre Anteile an der Firma im Jahr 1995 verkaufen konnten. Für jeweils satte 75 Millionen D-Mark, umgerechnet knapp 36 Millionen Euro. Nur kurz zuvor hatte Robert seine jetzige Ehefrau Carmen kennengelernt und bald darauf geheiratet. Carmen Geiss, oder wie sie damals hieß, Carmen Schmitz, hatte in ihren 20ern als Fitnesstrainerin gearbeitet. Als sie Robert kennenlernte und schließlich zum Ehemann nahm, änderte sich das allerdings. Mit ihrem nun liquidierten Vermögen verlegte die junge Familie ihren Hauptwohnsitz aus steuerlichen Gründen schleunigst nach Monaco. Ab 1995, also waren schon alle Weichen gestellt für die Show, die allerdings erst Jahre später ihren Startschuss hatte. Bruder Michael Geiss übrigens erwarb die Uncle Sam GmbH im Jahr 2004 zurück. Seitdem wird das Geschäft operativ von der Leikos GmbH betrieben. Mehr als 15 Jahre später wurden Robert und Carmen Geiss, mittlerweile Eltern zweier kleiner Töchter, von RTL um Audienz in dem winzigen Stadtstaat an der französischen Mittelmeerküste ersucht. Die Idee? Eine Show, die sich ganz um das schrecklich glamouröse Leben der neureichen Familie dreht. Die beiden Unternehmer, die ihr Vermögen immer geschickt verwaltet hatten, willigten ein. Und 2011 wurde auf RTL 2 schließlich die erste Staffel von Die Geissens, eine schrecklich glamouröse Familie, ausgestrahlt. Die Sendung war von Beginn an ein Quotenkracher und zog ein Millionenpublikum vor die Bildschirme. Robert und Carmen Geiss wurden zu zweien der bekanntesten Fernsehgesichter Deutschlands und füllten sich so die Taschen weiter regelmäßig und üppig. Seit 2015 übrigens produziert Robert Geiss die Fernsehsendung sogar selbst. Zu diesem Zweck hat er extra eine eigene Produktionsfirma gegründet, die Geiss TV GmbH. Wie soll sie auch sonst heißen? Für die Rechte an jeder Staffel verlangt er vom Sender laut Schätzungen etwa 2,5 Millionen Euro. Auch im Jahr 2022 bei Ausstrahlung der 20. und bis jetzt letzten Staffel betrug der Marktanteil der Serie zwischen 10% und 15% und erreichte regelmäßig Quoten von über 1 Million Zuschauern. Zusätzlich dazu verdienen die Geissens aktuell einiges an Kohle durch den Ankauf, die Sanierung und den anschließenden Weiterverkauf von Luxusimmobilien. Das Gesamtvermögen von Robert Geiss schätzt das Vermögenmagazin derzeit auf 100 Millionen Euro. Auch Robert selbst erzählt in einem Podcast, dass er die 100er-Marke geknackt habe. Doch stimmt das? Kritiker behaupten, die Geissens seien nicht so reich, wie sie gern vorgeben. Erst kürzlich gab es Wirbel um die Yacht der Geissens, die in den Fernsehserien zu sehen war. Sie soll angeblich gar nicht Robert gehören, sondern nur geleast sein. Wie viel Geld die Familie also wirklich hat, ist nicht ganz klar. Und überhaupt, es ist nicht alles Friede, Freude, Eierkuchen im Hause der Geissens. Ich kann mir das nicht anhören, ich muss mir die Hände verbrennen. Immer wieder kommt es zu Kontroversen um die luxusverliebte Familie, die ganz oben mitmischt im Personality Game. Nicht nur, die beiden Eltern Robert und Carmen geraten immer wieder ins Kreuzfeuer der Medien. Auch Töchter Shania, Tahria, Maria und Davina, Shakira, mittlerweile im jungen Erwachsenenalter, mischen immer mehr mit in den Schlagzeilen. Aber von Anfang an.
Seit Beginn der TV-Serie gab es immer wieder Diskussionen um den protzigen Lebensstil und die Verschwendungssucht der Glamour-Familie. Auch die Zurschaustellung ihres Vermögens im Fernsehen wurde vielfach kritisiert und als geschmacklos bezeichnet. Jedoch zeichnete sich in den ersten Jahren nichts ab, was einen handfesten Skandal bedeuten würde. Erstmals brenzlig wurde es für die Geissens, als 2017 Fotos von Weinflaschen auftauchten, oft in den Nazi-Größen wie Heinrich Himmler, Josef Goebbels und Adolf Hitler selbst aufgedruckt waren. Ein Geissens-Insider verriet damals, dass Robert sie bei sich im Weinkeller stehen habe. Der sagte selbst zu Reportern, er kenne diese Flaschen nicht und sei erst recht kein Hitler-Fan. Aufgeklärt werden konnte die Sache bis heute nicht, andere dafür schon. Seine Fans erboste Robert dann im Juli 2021, als er unmittelbar nach der verheerenden Flutkatastrophe im Ahrtal ein Protzvideo postete, auf dem zu sehen war, wie die Geissens eine Freundin aus ihrer Villa verabschiedeten, die in einem Helikopter steigt und so das Anwesen verlässt. Carmen Geiss schrieb am selben Tag in einem Posting, was für ein wunderschöner Tag. Ich liebe dich, Sonne. Da hätten sich die Fans sicherlich etwas mehr Anteilnahme für die Opfer der Flut gewünscht. Carmen tritt seit der Jahrzehntwende jedenfalls öfter mal ins Fettnäpfchen. Im Dezember 2022 postete sie ein Foto von sich selbst, auf dem sie einen Pelzmantel aus Kaninchenfell trägt. Das sorgte selbstverständlich für großen Unmut unter den Fans. Das Tragen von Echtpelz ist auch in solchen Kreisen, in denen die Geissens verkehren, schon seit langem verpönt. Carmen selbst versteht die Aufregung jedoch nicht. Sie betonte, es ist Kaninchen, es ist kein Ozelot, kein Zobel. Ich trage nur Tiere, die ich auch essen kann. Ob es das besser macht, ließ sie gegenüber der Presse unbeantwortet. Offensichtlich wissen die beiden, die sich seit Jahrzehnten im Luxus suhlen, nicht mehr so ganz, wo eigentlich die Grenze ist. Im Moment sind es jedoch vor allem die beiden Töchter, die im Rampenlicht stehen. Da ist zum Beispiel das Rätsel um das jüngste Mitglied der Familie, Shania Tira Maria, gerade einmal 18 Jahre alt und einen jungen Mann, der in den Medien als Rothschild-Erbe und Multimillionär bezeichnet wurde und damit geprotzt hatte, mit der Geissentochter liiert zu sein. Shania behauptet jedoch, den Typen nicht zu kennen und schaltet deshalb ihre Anwälte ein. Ein Screenshot sollte die Affäre belegen. Die jüngste Geissentochter erklärt jedoch, doch in der Presse, ich kenne Sascha S. überhaupt nicht, wir waren auch noch nie persönlich oder mit Nachrichten in Kontakt. Die Geissens reagierten und schalteten einen Anwalt ein, mit Erfolg, denn der Mann kannte Shania nie persönlich. Er darf nun keine weiteren angeblichen Chats mit Shania verbreiten und gestand. Nach der gerichtlichen Schlappe veröffentlichte er in seiner Instagram-Story laut Bild folgenden Satz. Ich war nie mit Shania Geiss in Kitzbühel verabredet, ich habe Shania Geiss nie getroffen. Auch die zweite Geissentochter Davina Shakira hatte Ärger vor Gericht. Sie hat gerade ihren Prozess gegen das Modelabel Dolce & Gabbana endgültig gewonnen. Davina gründete nämlich ganz der unternehmerischen Tradition ihres Papas folgend ein eigenes Modelabel mit ihren Initialen als Namen. David Geissen macht DG. Und das passte der italienischen Marke so überhaupt nicht. Der Prozess zog sich über Jahre hin. 2021 legt Dolce & Gabbana Berufung ein. Jetzt im Jahr 2023 konnte Davina den Prozess im Fribourg endgültig hinter sich lassen. Der Grund, ihr Markenname DG unterscheidet sich zur Genüge vom Schriftzug D und G, den Dolce & Gabbana als Markenzeichen verwendet. Die knapp 20-Jährige kann sich jetzt also voll und ganz auf ihr Geschäft konzentrieren. Wie es tatsächlich um die Finanzen der Familie Geiss steht, wissen die RTL2-Stars wohl nur selbst. Fakt ist, sie gehören zu den bekanntesten deutschen Prominenten und polarisieren extrem. Bleibt abzuwarten, womit sie als nächstes für Schlagzeilen sorgen.